Von draußen, vom Walde komm ich her, lasst euch sagen, es weihnachtet sehr. Ja, es ist Dezember, die Weihnachtszeit ist endlich wieder angebrochen. Und schon bald steht der Christbaum wieder prächtig geschmückt im Haus. Und um genau den geht es heute. Wie grün ist der Christbaum eigentlich? Rund 29 Millionen Tannenbäume werden jedes Jahr in Deutschland gekauft. Dabei kommen viele dieser Bäume aus nicht so ökologischen Monokulturen. Dort werden sie sogar teilweise noch mit Chemikalien behandelt. Und sowas wollt ihr euch ins Wohnzimmer stellen? Wohl kaum. Warum auch? Es gibt doch gute Alternativen. Herbizide gegen konkurrierende Gräser, Insektizide gegen Käfer, Mineraldünger für einen schnellen und einheitlichen Wuchs. Pfui, das ist ja ekelhaft. Also warum diese Horrorstory zu Weihnachten? Jeder Weihnachtsbaum kann auch grün wachsen. Und ich meine wirklich grün. Beim Kauf eines Christbaumes solltet ihr auf das FSC-Siegel achten. Denn das garantiert euch, dass der Baum aus einer umwelt- und sozialverträglichen Waldwirtschaft kommt. Also keine Chemikalien und auch keine Monokultur. Somit seid ihr auf der richtigen Seite, der grünen Seite der Macht. Das war's dann auch schon wieder von mir. Heute etwas kürzer als sonst, nächste Woche aber wieder mit einem ökologischen, weihnachtlichen Video. Ich wünsche euch eine besinnliche Weihnachtszeit und einen schönen zweiten Advent. Abonniert mich, wenn ihr es noch nicht getan habt, dann gibt es zu Weihnachten auch ganz viele Geschenke.